Na, haben wir einen Stromausfall oder was? Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich habe das mal wichtige Einkäufe getätigt und wenige Stunden geschlafen. Es war noch eine wilde Nacht gestern. Diesen Mann kennt ihr ja noch, heute hat aber leider nicht gekocht, sondern hart gearbeitet. Bist du ausgeschlafen und motiviert? Aber dieser Mann, der ist immer ausgeschlafen und motiviert. Ja, so was dann. Ausgeschlafen bin ich nicht. Irgendwas zum Geist. Herr Wachtmeister. Naja, Blackout! Henry, bitte keine Blackouts. Viele Leute glauben dir nicht, dass du arbeitstätig bist. Ja. Fälschlicherweise? Fälschlicherweise, ja. Alter. Immer dieses direkt öffnende Fenster, geil. Bilder verbrannt, diese Benzin auf deine Sachen im Schrank. Und das Abenteuer beginnt nun. Der wird jetzt eingeräumt. Zum Thema, ich arbeite nicht. Also zwei LKWs werden jetzt hier vollgeladen und die Sachen werden dann in einen Club getragen und aufgebaut, zu einer riesigen Bühne und so. Bühne, Deko, alles mögliche. Das sieht nach viel Arbeit aus. Das ist prinzipiell auch ziemlich viel Arbeit. Ich weiß aber nicht, ob wir heute Technik aufbauen. Also ich habe bis jetzt hier noch nicht mal gefrühstückt und ich sehe auch kein Frühstück und ich sehe auch kein einziges Bier, Alter. Das ist ja... Hier vorne ist eine Tankstelle. Hättest du ja auch einfach schreiben können, dass wir ausschlafen hätten können. Nee. Weil Toilette hat mir heute früh geschrieben. No. Ich sehe dich nur rumstehen, Alter. Maul. Mein Auto. Auch noch. Da geht Lasker. Lasker geht Lasker. Das kann nur gut werden morgen. Du machst doch schon wieder nichts. Achso. Fällt das auf? Darf ich mir so ein 0-0? Darf ich mir zwei so eine 0-0 nehmen, bitte? Nein. Nee, das wirklich nicht. Hat es nicht aufgehört? Ich hab jetzt hier die Liste. Ja, wie fällt das auf? Nee, ich will ein 0-0. Ja, yeah, hätte ich jetzt auch gesagt. 0-0. Brauchst du Hilfe? Ich will ja nicht sagen, aber man sieht Chris, dass er das erste Mal heute lädt. Das sollte er öfter machen, nicht lange dir. Falls ihr stürzt, sag mir vorher Bescheid. Wie nennt man den Job eigentlich? Mein oder generell? Dein. Mein, ich bin selbstständig hier in der Eventbranche. Party- und Eventszene? Ja, ich bin Teil der Party- und Eventszene. So ein ganz legitimes Handwerker-Frühstück, so gehört sich das. Kommen wir gut voran? Kommt voran, ne? Kartoffeln! Jetzt wird erstmal Essen gefasst, Mittag-Statement. Komm. Was ist dein Statement dazu? Ich bin extra nochmal hergefahren und hab die fixiert. Wäre mit mir nicht passiert. Aber hat mich gefragt. Junge, drei Hunde. So, wir sind jetzt da, wo wir das letzte Mal die Plakate aufgehangen haben. Und hier findet ja die Party statt. Und, hallo? Alter. Alter. Gang rein. Alter. Alter, okay. Hier ist was los. Bitte geben Sie Obacht, hier wird mit giftigen Substanzen gedealt. Als hier unten. Ich sag, es ist aufgeweicht, ja? Es hat geregnet die letzten Tage, wirklich. Die Hallo. Und? Seid ihr von Firma hier? Ja. Wir sind da, hier wird das Ganze stattfinden. Und hier bauen wir das jetzt gleich auf. Und hier muss alles hochgetragen werden. Das ist auf jeden Fall. Eine ganz feine Sache. Attention! Das weiß niemand so richtig. Okay.
Du stehst einfach im Weg. Deswegen bin ich hier. Sergeant, ist das im Sinne des Erfinders? Während die anderen ackern, muss man sich natürlich auch um die Leute kümmern. Mit feinsten Getränken, einer schönen fetten Salami von Sergeant und Snacks. Es gibt leider erhebliche Probleme hier beim Aufbau, aber es gibt auch viel wichtigere Probleme. Und zwar dein Aufbau. Hier wird hart gearbeitet. Und hier wird noch viel, viel härter gearbeitet. Das schmeckt. Das macht mich so glücklich. Der Mann hat ja gedrängt, dass ich das jetzt esse. Ja, wann isst du die endlich so? Die ganze Zeit. Das macht mich so glücklich. Ich weiß nicht, ob das ein Fiederfetisch ist oder ob ich einfach nur schwerwiegende Probleme habe. Oder beides. Ich will dich einfach küssen und im Anschluss von dir gefickt werden. Versteh das bitte, Mann. Das ist schweinelaut. Das muss noch ein bisschen weiter rein hier. Das gute Stück. Jawohl. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Es nimmt auf jeden Fall langsam Gestalt an. Aber der Tag endet auch bald. Chris, mein Freund. Wie läuft's? So schweinelaut. Er hebt das Ding übrigens ganz alleine. Können wir? Bei mir, ja. Bitte. Ihr müsst verschieben. Die Schellen sind auch nicht ideal. Nee. Geht aber nicht anders. Nee, meine Schellen ist lange schon mehr. Und die treten dann vor allem. In dieser wunderschönen Location wird es langsam dunkel und es nimmt auch schon Form und Farbe an. Chris, mein Freund! Gut aus. Das sieht so gut aus wie du. Ich habe gerade mit dem Sergeant die ganzen Subwoofer hochgetragen und dieses Zubehör und so weiter. Und was hast denn du in der Zeit gemacht? Dekoriert! Ja, sag doch mal, sei doch mal stolz auf dein Werk. Guck dir mal an, wie bunt das hier ist. Das macht mich nicht. Das Lockern hier, diese schwarze Schnur, wird das auch so aussehen, als wenn das so in der Luft hängt. Du siehst ja, wenn die schwarze Schnur. Ich dachte, das war deine Rolle. Dein Schweiß ist mein Glück. Jetzt habe ich hier meine Brustkamera umgeschnallt, weil die Jungs mich ständig zwingen mitzuarbeiten. Und jetzt kann ich das trotzdem problemlos dokumentieren. So, jetzt also ich rückwärts. Naja. Ich hätte dich lieber in mir. Innovation lässt zu wünschen übrig. Ja, wieso? Wenn solange mein Verlangen nicht befriedigt ist, wird sich mein Wunsch auch nicht ändern. Kampf der Arbeit.
Jetzt geht's ab. Chris, mein Freund. Guck mal. Guck mal, wie das. Oh, wenn das. Wie das aussieht auf dem Handy. Schon krass. Zauberei. Das ist geil. Was zum Teufel? Das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus morgen. Die Vorfreude steigt. Ich hätte es hier festgeklebt, aber natürlich vorher schwarz gemacht. Deswegen brauchen wir halt diese Arbeitshilfe für den DJ. Darum geht es rum. Ich glaube, es ist langsam klar sichtig, wer von den beiden wirklich hier arbeitet. Es ist mittlerweile 8:45 und wir müssen jetzt gleich diese 500 Kilo schwere Treppe hier hochbefördern. Und die Leute wollen langsam heim. Ich werde immer mehr beleidigt. Und jetzt freut er sich, dass ich heim will. Jetzt einmal hoch. Wow, die Kamera kannst du nicht aufnehmen. Tut mir leid. Schick mir Handy. Bist du zufrieden? Das macht mich übelst glücklich. Das sieht geil aus. Aber ich glaube, mit dem Scheiß kommen wir auf jeden Fall für jeder Mainstream, also kommen wir gegen jede Mainstream mehr am Papi an. Wenn es jetzt nicht gerade ein Goa-Festival ist. Boah, das ist nicht der Maßstab. Schön wär's. Die Mucke dazu. Bist du eigentlich nach Hause? Hä? Bist du heim? Du, ich schreibe jede Stunde. Ich muss nach Hause. Also, ich will von Minute zu Minute weniger nach Hause. Das ist die Rache von dem Plakatier-Vlog. Ja, weil du dann hast du hier mal. Das ist wirklich sehr unangenehm, Alter. Aber es funktioniert. Dann müssen wir die hier so machen. Bits, bits, bits. Alter. Ich muss echt sagen, ich freue mich auf morgen. Geil, Alter. Schade, dass du nicht dabei bist, Hund. Ich hab leider Urlaub. Bitte mal ein paar letzte Worte für heute. Sterben. Und von dir? Organisation ist alles. So, ihr wird hier vor Fun erwogen vor der Party. Warum? 0-0. Das einzig wahre ist der Big Tasty. RIP an den Kritiker übrigens. Mahlzeit. Den Mann kann ich nur mit Brille filmen, das ist ihn. Danke. Ja. Sehr freundlich von Ihnen. Der Backstage wurde eingenommen. Es hat sich nur die letzte Mahlzeit hier reingedrückt. Bist du gehypt? Ich warte, bis die Maske endlich da ist, weil ich bin unter Zeitdruck. Und ich habe immer noch scheiß Sand in meinen Schuhen vom SMS-Festival. Ich nehme nie solche Schuhe mit zum Festival. Nehmt lieber mit, was ich eigentlich geplant habe, Schlappen mitzunehmen. Die Geschichte kennt ihr, glaube ich, schon. Habe ich dir schon mal erzählt, die Schlappengeschichte vom Festival? Allerdings. Ich komme später darauf zurück. Es geht bald los. Das gute Grevensteiner, heute mal selbst gekauft. Das ist von C&A. Können Sie das bitte dringendst öffnen? Achso, fürs Protokoll. Das ist übrigens mein erster Drink heute. So gerade so gang und gäbe. Und später mein letzter wird dann auch gefilmt. In jeglicher Lage. Alles gut, nachträglich Moschteck. Es wundet. Perlt mir die Lunge herunter. Das ist schmackhaftes Bier oder eigentlich? Ja. Schön kühl, trüb, original. Also wer das noch nie getrunken hat, kann ich echt empfehlen. Also normales Felddienst mache ich nie, aber das. Ach, das ist. Ach so, das ist dieses V-Plus-Zeug. Nur ohne Plus. Wie ja. Bitte? V-Minus. Chris, denk dran, jetzt trifft man was auf den Boden trägt, vielleicht machst du wieder ab. Das ist das, was keine Rückstände lässt. Das alles, was drin steht, machst du wieder ab. Du bist ein sehr glücklicher Mann.
Ich habe gesagt, für Getränke und gute Laune komme ich heute gerne vorbei. Da finde ich mir auf jeden Fall einen Weg. Es ist schon ganz zittrig, weil ich das Ding so aus der Bundeswehr habe. Ich weiß gar nicht, ich dachte mir. Sexy Baby, you drive me crazy. Bist du stolz auf das, was ihr gemacht habt? Ja. Ich suche mein Handy. Hast du das? Nö. Kannst du das mal wieder anrufen? Nö. Es wird wirklich Zeit. Es ist alles fertig. Geil. Einfach geil. Hier wird professionell gearbeitet. Das sieht gut aus. So, nur 20 Minuten zu spät. Und jetzt geht's langsam los. Herr Mittag! Ja! Jawohl. Also wenn wir das Maß... Der Mann ist alkoholfrei. Prost, Melkfett. Wenn mein Maß so eingeschenkt wird, dann raste ich komplett raus. So viel wird niemals drin sein. Wo ich gekommen? Ja, doch schon. Mensch, hallo! Sagst du was? Wir versuchen es mal. Das wäre so geil, wenn wir das so machen. Das wäre so geil. Wir würden so freuen, wenn wir das ins Auge bekommen. Gute Leute. Haha, Junge, das ist nicht. Das schütte ich mal. Für Amerika! Los jetzt hier! Alter! Ich Junge! Aber das streiten wir! Was sie machen? Ich bin hinten dran. Warte, ich komme! Ist das jetzt Absicht? Ja, warte! Ja, komm! Mein Auge! Feuerstelle! Sie haben gut gespielt, vielen Dank. Vielen Dank für diese fantastische Lüge. Abschnapsen! Marco, meine Damen und Herren. Ja. Du bist heute wirklich, also du bist heute so richtig der Party im... Im Club sind die Pommes gewesen. Hallo! 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 Warum hast du die Tür ausgehangen? Ich habe versucht, mich zu erhängen, aber es klappt nicht. Das kennst du, oder? Eigentlich war es er. Er, point auf ihn. Er hat nicht gekocht. Easy, mein Freund. Bin ich drin? Ja, ja, runter, runter. Jawohl. Ja, was sage ich? Ich bin Profi im Bau. Hier übrigens, hier schlafe ich heute. Schatz. Danke. Nun, der Abend nimmt eine überraschende Wendung. Also der Herr Nuri möchte, dass wir noch richtig feiern gehen.
Alex, mein Freund, sag mal bitte was. Hey. Danke dir. So, öffnen Sie bitte mal dieses Getränk. Sehr, sehr gern. Herr Son, Son Adlerson, ist der Sohn von Marion Hurenson. Das muss ich definitiv nachvertonen. Entschuldigung, das war die Uni. Es muss in die Birne. Der Blitz geht erst aus, wenn das leer ist, der Müll. Oh. Okay. Ja, ja, ich mache weiter. Der Chris hat mir nein. Der Chris hat mir eine Aufgabe gegeben heute. Das muss jetzt leer werden. Also, nee, ja. Ey, ich hasse dich, ey. Ich bin schon froh, dass ich das echt nie aus dem linken Backenzahn von raus lecken musste, ey. Das wird auch vertont. Mashallah. Also wie man sieht, es ist hell geworden. Was sagst du dazu, mein Schatz? Bevor du mir hier aus dem Bild rennst. Nee, warte mal bitte. Schließ mal bitte dieses wirklich monumentale Werk ab. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert.